Geld, Arkia 34, 14, die Boxen gehen auf. Ohne Auwald, wie gesagt, für das dritte Rennenpreis von German Tod unter ihrem Applaus. Geht das Feld auf die Reise mit Vorteil von außen. Arkia geht gleich knapp in Front vor Gondwana. Dann Springtime, Love auf Platz 3, dann Elia, dann Hexenjäger und schließlich Luzi innen. Sechstes und letztes Pferd. Die 6 gleich im Scheitelpunkt des Leipziger Stadtbogens. Die Fahrt wird diktiert von Arkia. Die Stute aus Dresden angereist, führt hier mit 2 Längen vor Gondwana, der Ravensbergerin, dann Springtime Love. Dann viel Luft bis zum vierten Pferd, der Lea ist das. Dann Luzi und hinten schließlich die 2, das ist Hexenjäger. Große Abstände im Feld, Reich wird Mitte gegenüber angesteuert. Mit Vorteil von reichlich 2 Längen führt die Arkia das Feld an vor Gondwana. Eddie Pirosa also als Zweiter in Lauerstellung, dann schließlich Springtime Love. Die Stute aus Düsseldorf vor Elea, dann Luzi und Hexenjäger auf dem 6. und letzten Platz. Das fällt gleich in Richtung des Überweges mit der Führung. Andreas Helfenbein im Vorteil mit Arkia. Dahinter Gondwana mit Kontakt zu den beiden Vorderen auch. Springtime Love. Dann schon viel Luft zu den nächsten Kandidaten. Das sind dann Luzi, dann Elea und schließlich Hexenjäger weit zurück. Der Überweg ist hier gleich passiert und vorn noch in guter Haltung galoppiert sie Arkia. Führt hier mit 2 Längen, aber außen jetzt Springtime Love dahinter. Muss schon Gondwana wohl etwas bemüht werden von Eddie Pedrosa, aber vorn Arkia macht hier einen bärenstarken Eindruck. Außen wird schon Springtime Love etwas geschoben, jetzt noch bis zum Pfosten, 3 Meter knapp. Mit Vorteil von Arkia, Arkia dann ganz innen Gondwana und außen dann schließlich. Das ist Springtime Love, aber Arkia, Arkia und Andreas Helfenbein, ein Kistenritt. Führt er zum Sieger, sieht so aus, Arkia löst sich hier, Arkia löst sich mit Andreas Helfenbein und Arkia heißt die Siegerin im Preis von German Tod. Zweites Pferd wird dann Springtime Love, dann folgt Gondwana auf Platz 3, dann Luzi, Elea und schließlich Hexenjäger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reihenfolge für das dritte Rennen vorläufig. Preis von German Tod am Start waren sieglose Dreijährige über 1850 Meter. Es gewinnt die Nummer 3, Arkia, der Siegreiter Andreas Helfenbein. Zweites Pferd die 5, Springtime Love, auf dem dritten Platz die 4, Gondwana. Noch einmal die ersten 3 im Preis von German Tod. Es siegte die 3, Arkia, vor der 5 Springtime Love und der 4 Gondwana. Nach vielen guten Platzierungen heute ein voller Erfolg und der Abschied aus der sieglosen Klasse für Arkia. In Dresden trainiert von Stefan Richter, zum Sieg geritten von Andreas Helfenbein in den Farben des Stalles Red Rose. Ich hab's gewusst, ich habe es gewusst.